Moin Freunde, heute ist der erste offizielle Teaser, kein richtiger Trailer, zum neuen Modus in Battlefield 2042 rausgekommen. Dieser nagelneue Modus, den wir jetzt am 14. Oktober als Trailer, das erste Mal fast zwei Minuten soll der Trailer gehen, so richtig sehen, ist eine Art Battle Royale, den Battlefield, EA und DICE. Nach übereinstimmenden Berichten aktuell wohl schon von Anfang an geplant haben. Dieser Modus soll ein Squad-basierter, schneller, adrenalin geladener, aggressiver Modus sein. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Das Ganze läuft seit Anfang an und das konnten wir auch in der Beta sehen. Da hatte man ja verschiedene Menüs zur Auswahl. Hazard Zone sein und. Es soll wohl angeblich, das ist jetzt nur Gerücht und das würde aber Sinn machen, sogar vor dem richtigen Release irgendwie 12. 11. 18. 19. November von Battlefield 2042 als separater Modus for free vorher rauskommen, wäre rein vom Zeitrahmen her taktisch von EA und Dice, weil man dann so den ersten Fuß und wenn es wirklich fertig ist dieser Modus, diesen ersten Fuß in in die Tür reinbekommen, bevor Call of Duty eben mit Vanguard am 11. oder beziehungsweise ist ja, glaube ich, sogar 5., 6., 4., Anfang November auf jeden Fall. Würde man also Sinn machen, wenn es am 14. Oktober dieser Trailer droppt, in zwei Tagen. Wir werden uns den angucken, darüber berichten. Und dann vielleicht sogar zwei Wochen später diesen Hazard-Mode schon mal, schon mal raushaut. Das soll eine Art Battle Royale sein mit ganz vielen verschiedenen Twists, Kein typischer Battle Royale, wie man den so kennt. Und angeblich ist es eben so, dass EA und DICE von Anfang an überlegt haben, dass sie eigentlich nur einen Battle Royale Modus in Battlefield machen wollten, haben das Ganze geändert und es könnte sowas sein wie dieser ganz eigenartige Modus in Black Ops Cold War, wo ja das Gerücht war, dass es eigentlich Black Ops 2 sein sollte, dieses Fireteam Dirty Bomb oder wie es das heißt. Bin sehr gespannt, der Teaser heute sagt nicht allzu viel, aber ich wollte euch gerne schon mal darüber berichten. In zwei Tagen droppt der Trailer und dann werden wir genau sehen, wie dieser Modus aussieht mit Gameplay-Footage. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus.